Ich habe am Anfang gesagt, der Rostocker. Siehst du dich noch als Rostocker? Du bist ja gar nicht mehr hier. Ja, ich bin trotzdem hier geboren und natürlich bin ich noch Rostocker. Ich liebe die Stadt und das Fisch und so weiter. Ja. Wo wohnst du jetzt? Was machst du gerade? Ich studiere gerade in Göttingen immer noch. Immer noch Medienwissenschaften und Finnisch-Ungarisch und so weiter. Ja, ja. Ein Stück Poesie, nicht zuletzt durch den Look. Erzähl doch mal die Anekdote, wie dieser Look entstanden ist. Das ist ja ganz besonders. Ja, also es ist eigentlich recht lustig. Das war in einem Filmfestival in Ungarn. Und das war so ein Workshop. Und weil die Ungarn alles ein bisschen improvisieren und chaotisch organisieren, habe ich eine ganz alte 16mm Kamera bekommen und Filmmaterial aus den 80ern. Also so 16mm so voll überlagert. Und so zwei Chinesen, so zwei Hongkong-Filmstudenten, die nicht so richtig damit umgehen konnten. Ja, und haben wir zwischendurch die Kamera aufgemacht und geguckt, ob der Film noch drin ist. Und so, die Sonne schien. Ja, und deswegen war es halt ein bisschen überbelichtet teilweise. Und halt, weil das halt dieses Material sich schon zersetzt hat, schon seit den 80ern da irgendwo rumlag, ist halt dieser Look entstanden. Hast du das je bereut? Nein, natürlich nicht. Also ich hatte eigentlich ursprünglich einen ganz anderen Film im Kopf und die Leute vom Festival meinten, ja, das musst du nochmal neu drehen und das ist doch, guck mal, wie das aussieht, das kann man auch nicht so irgendwie zeigen. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, ja, probier's mal, schneidest du zusammen und ja, dann ist es halt doch ganz erstaunlich geworden. Und ich hatte auch nur 2 Stunden Zeit gehabt, den Film zu drehen, also musste ich mich praktisch auf total einfache Bilder konzentrieren, also auf eindeutige Gesten und ja. War das, das ist von kurz gesagt ein Filmfest oder ein Workshop? Was war das in Ungarn? Ja, das ist so ein Filmfestival, was jedes Jahr stattfindet. Und ist was das Marco oder ist das? Wie heißt das? Nee, das ist in Dürr Media Wave Festival. Yeah. Mhm. Media Wave Film Festival. Ja. Und es ist so auch eines der größten, auch für Osteuropa. Und da gibt es immer parallel dazu noch einen Workshop für jugendliche Filmemacher. Und da kann man sich einfach bewerben mit einem Film? Oder? Ja, da bewirbt man sich mit einem Film, beziehungsweise bewirbt man sich, wenn man eine Filmidee hat. Und dann kann man die Filmidee dort mit Profis umsetzen. Ja. Wie war der Dreh mit denen, also dieser internationale Dreh, wie war das? Ja, es war recht lustig, weil die Chinesen, also die haben mich auch nicht richtig verstanden, was ich so wollte. Und dann die beiden Darsteller waren halt Ungarn. Ja. Und ich habe dann halt gesagt, ja, hier ein bisschen da lächeln und da fällt es einfach um. Und es ist wesentlich. Du zerstörst deinen Film. Nein, das ist ja sehr ehrlich. Ja. Das ist sozusagen immer die. Man muss halt oft, wenn man einen Film dreht, finde ich, auch die Sachen kommen lassen. Ja. Also man kann halt vieles nicht vorher planen. Und also ich finde auch gerade, wenn man in so Festivals wie in Ungarn zum Beispiel dreht, muss man halt oft sehen, was kommt und daraus halt das machen, was kommt. Und da kommt halt auch sowas raus. Ich finde das Paar, also steht im Zentrum dieses kleinen Films. Wie sind das so authentisch? Ich meine, du hast 2 Stunden Zeit, all die ganzen Umstände, die du hast und so weiter. War das ein Paar? Waren das Menschen, die sich mögen, die sich kennen? Ja, das waren so 2 Schauspieler von der Budapester Schauspielschule. Und die kannten sich schon vorher. Ich bin einfach einen Abend vorher mit denen durch die Stadt gegangen, dass sie sich so ein bisschen kennenlernen. Und ich wollte im Prinzip, also wenn man halt durch die Stadt geht und so Liebespaare beobachtet, wie sie halt so ein bisschen rumschäkern, ich wollte das halt versuchen, so auch in dem Film zu machen. Also einfach so wie kleine Kinder, die halt so auf der Straße lang können spielen. Ich habe es halt oft ein bisschen selber machen lassen. Und ja, also man muss sich halt auch ein bisschen frei rumlassen bei sowas. Und ja, ich finde, die haben es auch ganz gut gemacht. Letzte Frage, Musik, wann ist die eingespielt worden? Musik ist ein Finne gewesen übrigens, ein finnischer Filmmusikstudent, den habe ich in der Kneipe kennengelernt, also auch wieder so total ungeplant und der hat gesagt, ja, er studiert Filmmusikkomposition, hat aber noch nie was gemacht so richtig. Und dann gesagt, ja, hast du mal Lust irgendwie einen Film zu vertonen von mir und so? Ich dachte, ja, schick mal rüber und dann hat er das auch gleich bei sich da in seiner Veranstaltung, da in der Uni, hat er das gleich in dem Rahmen dann die Musik dazu geschrieben und ich finde eigentlich auch, also ich war echt baff, dass er mir das geschickt hat und es hat auch gepasst, wunderbar. Schön, dass du hier bist. Danke. Ja.